Wo ist er? Da. Naja. Und damit hallo und herzlich willkommen, meine lieben Damen und Herren, zurück zu Let's Play Metro 2033 Redux. Und ich krabbel mal hier durch. Ganz schnell. Ich glaube, hier ist der richtige Weg in die Waffenkammer, die wir auch brauchen. Weil ganz ehrlich, ich bin hier so ein bisschen auf dem Trockenen. Hallo? Ja, genau, ich bin's. Nicht bewegen. Hallo? Hey, alles gut. Es ist ein Mensch. Mach das Licht aus. Nun, du siehst nach einem Menschen aus. Naja. Das ist es, was zählt. Komm herein, wir sind eine freie Station. Ich wollte gerade sagen, ich habe bisher, glaube ich, auch gefühlt... Ui. Ihr seid hier auch relativ modern, aber kleiner Tipp, ne? Die Dinger sollten eher nach innen gestellt werden, aber naja. Ich habe ja auch bisher noch nichts bemerkt, was irgendwie menschlich ist, was auf einen Halt. Was nicht menschlich ist, was auf einen Halt reagieren würde. Sei vorsichtig, Junge. Unsere freie Station steht unter dem wachsamen Blick der Roten. Verfolgungswahn heißt das neue Spiel hier. Also bleib unter dem Radar. Verstanden? Mhm. Verstanden. Ich musste mal kurz einen Schluck trinken. Achtung, Achtung! In der Waffenkammer wird derzeit eine Ausweiskontrolle durchgeführt. Bitte bleiben Sie bei Ihren registrierten Wohnstätten und unterstützen Sie die Gesetzesvertreter bei Ihrer Arbeit. Seien Sie aufmerksam, Genossen. Der Feind schläft nie. Mhm. Das ist natürlich auch irgendwie komisch. Gesicht zur Wand. Dies ist eine Inspektion. Okay. Aber nicht doch. Ich bin doch nicht vom anderen Ufer. Lass den Quatsch. Aufpassen. Bereit machen zur Inspektion. Dafür bin ich immer bereit. Nicht herumstehen. Herr Doktor, könnten Sie auch meine Prostata untersuchen? Mein Psst. Ruhe. Hallo. Und wer bist du? Der Freund dieses Komikers? Nee, Hände eigentlich nicht ausstrecken. So. Du bist verhaftet. Warum das denn jetzt? Also, hallo? Also, schon gut, nenne. Schon gut. Ich komme auch so mit. Also war irgendeine Frechheit. Erhalt oder ich schieß auf. Oh, okay, ich lauf. Ich bring ihn um. Los, komm mir nach. Okay, ich bin unterwegs. Los, los. Ich versuch's zumindest. Kollege, du hast da einen Schuss abbekommen eigentlich, aber ist okay. Gott. Eigentlich wollte ich mir ein paar Sachen kaufen irgendwie mal vielleicht, ne? Und das ist natürlich jetzt überhaupt nicht cool. Ach du Scheiße. Ich glaube, der Typ ist tot. Oh nein. Oh nein. Oh nein, oh nein. In der Waffenkammerstation wurden die meisten Waffen der Metro gebaut. Was? Darüber was? Lag früher was? Eine Waffenfabrik. Was? Und nach dem Atomschlag was? Siedelten die Arbeiter sich was? Hier an. Ich suchte nach André, was? Dem Waffenschmied. Was? Warte. Aber er fand mich warte, zuerst. Warte. Die haben einfach die Soundfiles vertauscht. Ich meine, die Redux-Version ist jetzt nicht seit gestern draußen. Die ist bestimmt auch schon 1,5 Jahre bis 2 Jahre draußen. Das ist schon echt peinlich. Entschuldigung. Dann machen die einfach die falschen Soundfiles, ey. Super. Super, super, super. Oh, nee. Ist das bescheuert. Entschuldigung. Der einzige Weg führt aber über ein gottverdammtes Schlachtfeld. Die Front zwischen den Faschisten und den Roten. Du brauchst eine Verkleidung. Nimm diese Overalls und ziehe sie über deine Sache. Die Roten suchen Freiwillige, um die Befestigungen der Faschisten zu stürmen. Sie wollen gerade einen Zug voll mit neuen Rekruten direkt ins Gefecht schicken. Aber du wirst unangekündigt mitfahren.
Nicht gerade erster Klasse, aber du musst auch nicht mit deinem Blut bezahlen. Sobald der Zug an der Streckensperre vorbei ist, bist du auf dich selbst gestellt. Super, danke. Alle lesen Metro. Kann ich vielleicht noch irgendwo was kaufen? Hier. Servus. Nee. Der ist aber schnell unterwegs. Ist es eine Frau? Ist es die erste Frau? Na, nee, wir haben schon mal eine Frau gesehen. Okay, vergiss es. Bin ja schon unterwegs. Man muss ja nicht immer direkt so aggressiv sein, ne? Alter. Kein Grund zur Panik. Wir haben unsere Grenze zu den Faschisten geschlossen und jede mögliche Übergangsstelle mit Steigenstellen. Besuch unsere Läden. Füll dein Arsenal auf. Mach ich. Medipack, Filter, Messer. Alles, was man für die Reise durch gefährliche Gebiete braucht. Nehmen Sie sich ein paar. Ich wollte gerade sagen, ich würde mir mal ein paar kaufen. Ja. Noch mehr kann ich nicht verkaufen. Der Rest ist reserviert. Das ist okay. Kommen Sie, schauen Sie. Probieren Sie aus und kaufen Sie. Und vielleicht Munition. Wie Sie wollen. Hier bei ihm. Verkauf und Ankauf. Kann ich was verkaufen? Warte mal, hier. Pfeile beispielsweise. Habe ich ein paar. Leck mich doch. Ich habe auch noch diese Kugeln hier, die können wir auch noch im Notfall. Zumindest ein paar. So. Was ist hier? Eine Pistole haben wir auch gerade nicht, ne? Können wir auch zumindest mal runter auf 20. Na komm, gehen wir sogar runter auf unter 10. Und dafür dann halt jetzt schlicht und einfach hier beispielsweise Schrotmuni. Echt viel. 72 Schuss und dann jetzt noch der Rest hier mit. Jo, nice. Kann ich mitleben. Können wir uns vielleicht noch... Ah, komm. Nee, okay, schade. Ich dachte, es würde vielleicht noch reichen für irgendein... Nee. Hm, schade. Egal. Guter Deal. Ja, ich finde... Naja, ist okay. Huch. Wo ist unser Kollege hier? Da ist er. Ist okay, Jungs. Er gehört zu uns. Na los, spring in das Loch, Artyom. Okay. Hups. Hier ist noch Munition, kann ich noch mal kurz rauskommen? Ich würde die noch verkaufen. Oder mir davon was kaufen. Hallo. Ich würde noch... Bitte? Ne, okay, die schieben uns hier ein. Boah, so lol. Das plant ihr, oder was? Artyom, siehst du dieses Gepäckfach? Kletter hinein. Natürlich. Weil ich aussehe wie ein Stück Gepäck. Ich habe mir einmal zu oft das Buch hier reingepackt, also, irgendwie. Was meint ihr, Leute? Gehen wir, ja? Fällt doch überhaupt nicht auf, dass unten drunter einer eben war und jetzt weg ist. Wenn diese komplette Station hier voll mit Spionen ist, das fällt nicht auf. Das kann nicht auffallen. Hey, André, ist es wirklich sicher da drin? Ich möchte nicht, dass er auf die Schienen fällt. Ja. Also, das ist keine erste Klasse. Aber er ist so gut wie tot, wenn er hier bleibt. Er würde direkt zur Lubjanka wandern. Und das ist eine Einbahnstraße. Also sind die Schienen vielleicht angenehmer. Die gehen vielleicht schneller, oder wie? Aber ich okay, bin mal ruhig. Aufladen. Alles okay. Jetzt liegt es an dir. Viel Glück. Danke, Kollege. Zivilisten ist es nicht, was da wirklich kommen soll.
Na, ich merk schon. Die Waffenkammer wird scheinbar so ein bisschen eingenommen hier von den Kommunisten. Naja. Ist halt so. Können wir jetzt nichts gegen machen. Ich hoffe nur, dass wir uns hier nicht sehen. Achtung! Der Zug ist bereit zur Abfahrt. Alle Soldaten mit Marschbefehl sofort aufsteigen. Jeder Frontsoldat, der auf dem Bahnsteig ist, nachdem der Zug abgefahren ist, wird wegen Desertation erschossen. Warum bist du in die Armee eingetreten? Ich bin meinen politischen Ansichten gefolgt. Also, ich bin wegen der Moneten hier. Und du? Ich? Geh zur Armee, haben sie gesagt. Schau dir die Welt an, haben sie gesagt. Mein Vater war Soldat in der Roten Armee und sein Vater auch. Ist Familientradition. Dann sag mir mal, Lev, ob es auch Tradition bei euch ist, Arme und Beine auf dem Schlachtfeld zu lassen. Sie waren glücklich, diese Opfer bringen zu können. Klar. Betrunkene und Narren sind auch glücklich. Da ist eine schwarze Kapsel in meinem Munitionsbeutel. Was ist das? Ein Antibiotikum? Nein, das ist Cyanid. Für den Fall, dass der Feind dich gefangen nimmt. Was? Aber Gott verbietet Selbstmord. Ich würde direkt in die Hölle wandern. Hör zu, Altarjunge. Ein Gefangener der Faschisten wandert sowieso in die Hölle. Glaub mir, mit der Pille geht das schneller. Ich könnte mir niemals selbst das Leben nehmen. Dann gib mir deine Kapsel. Ich würde lieber zwei schlucken, anstatt in einem ihrer Lager zu verrecken. Ja. Selbst die Apokalypse hat uns nicht davon abgehalten, uns wegen Ideologien gegenseitig umzulegen. Ich bin dabei, durch die Front zwischen Faschisten und Kommunisten zu gehen. Früher haben die schon mal Krieg geführt und die Faschisten haben verloren. Ja. Aber macht's ja jetzt nicht besser, dass das jetzt weitergeht hier. Eieiei. Au, scheiße. Ach, fick dich doch. Jetzt bin ich tatsächlich da unten rausgefallen. Ich kann nicht mehr. Eieiei. Naja, man kann nicht alles haben, ne? So, testen wir mal kurz aus, wie weit ich zurücklaufen kann. Na gut, vielleicht nicht zu weit. Mann, ey. Selbst Marx hätte nicht von Ideen allein überleben können. Lassen Sie das Gejammere! Nun ist Geld und wir zahlen im Voraus. Ein volles Magazin für jeden. Aber von ehrbaren Soldaten erwartet man, dass sie die Mut an den Feind aufteilen. Achtung! Alter, warum hat denn der überhaupt so eine fette Rüstung an? Und warum habe ich scheinbar keinen Schalldämpfer mehr? Das war ein bisschen blöd. Okay. Ah, das war vielleicht wirklich... Das war einfach nicht... Keine gute Idee, ne? Oh, Mann. Ich glaube, das war echt einfach eine voll dumme Idee. Ja, das war eine super dumme Idee, da zu schießen. Ich sollte vielleicht mal einfach... auf eine Karte gucken. Front, überqueren Sie die Frontlinie ins Territorium der Faschisten. Klasse, klingt vernünftig. Ich hatte was vergessen, was ich mir kaufen könnte noch, oder hätte kaufen können. Nun ist Geld
und wir zahlen im Voraus. Ah, die Schnauze. Yo, sorry, ich konnte mir dem sein Gelaber nicht mehr anhören. Wäre mal voll nervig hier. So. Mhm. Na komm. Komm doch bitte um die Ecke hier. So, also der Typ ist Fritte, wollte ich nur kurz sagen. Uah. Muss ja nicht sein. Alter, okay. Von hinten auf einmal. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so die beste Idee ist. Aber ich glaube, ich habe keine andere Möglichkeit gerade, mich großartig da lang zu schleichen. Ich habe halt zwei Messer habe ich. Ich könnte mal versuchen, wirklich mal hier hinten lang zu gehen. Und mal zu gucken, ob ich hier hinten noch irgendwas finde. Nun. Ah ja. Gut, dass ich die ganze fucking Munition für die Pistole verkauft habe. Ich Vollhorst. Scheiße, ey. Aber das ist gerade vielleicht sogar tatsächlich unsere einzige Möglichkeit hier großartig. Unsere einzige Möglichkeit, das hier großartig hinzubekommen. Wie gesagt, ist zwar vielleicht nicht unbedingt die coolste Idee, jetzt mit einer Waffe mit sechs Schuss da lang zu gehen. Aber ist vielleicht am besten jetzt. Ich probiere es mal zumindest. Sagen wir es doch mal so, ich probiere es. Ah, wie gesagt, war dumm. Aber ein Schalli ist halt wirklich Gold wert hier natürlich jetzt gerade. Habe ich auch schlicht und einfach nicht bedacht gehabt, ne? Hüpfen die jetzt alle da raus? Ja, machen sie. Dann sollte ich mir das jetzt vielleicht nochmal überlegen, da jetzt lang zu laufen. Ach komm, du hast mich nicht gesehen. Komm schon, Leute. Das ist doch ein Witz. Ich komm mal kurz her. Hallo. Ich mach mal kurz den YOLO-Move. Weil, sorry, aber das war jetzt ja blöd, dass der mich da gesehen hatte. Also klar, ich hatte eine Taschenlampe an. Vollkommen logisch, dass der mich gesehen hat. Will ich auch nichts gegen sagen, aber... Also war jetzt halt einfach blöd gelaufen jetzt. Warte doch bitte noch. Okay, gut, hat nicht funktioniert. Dann machen wir es halt anders. Servus. Okay. Boah, ey, ich weiß nicht, wie ich es machen soll, weil jetzt kommen die da runter von ihrem Scheißwagen. Ja gut, ich bleib mal hier sitzen. Und warte mal gerade. Aber ich würde tatsächlich sagen, wir machen nochmal einen kleinen Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Folge, auch wenn wir diese Folge jetzt wirklich nicht weit gekommen sind, weil wir, glaube ich, seit ungefähr 10 Minuten stagnieren hier, an dieser kleinen Stelle hier. Naja, ich würde trotzdem sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Metro 2033 und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.